84 Mannschaften und mehr als 800 F-Jugendkicker. Der Startschuss zum HNA E.ON Jugendcup ist gefallen. 14 Mannschaften aus Nordhessen und Südniedersachsen läuteten das Turnier auf dem Gelände des SV Nordshausen ein. Der erste Schritt zum Einzug ins Finale am 17. Mai im Kasseler Aue-Stadion. 8 Vorrundenspiele sowie die Endrunde beim Vorjahressieger Eintracht Baunatal gilt es dafür jedoch erstmal zu meistern. Aber der Einsatz lohnt sich. Die zwei besten Teams spielen im Finale als Vorspiel des KSV Baunatal gegen Zweibrücken, dem letzten Heimspiel der Saison.